Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. So, wir sind jetzt schon ziemlich tief vorgedrungen in das Genetic Something Something irgendwas Gebäude, wo wir einen Runner jagen. Runner. Wow! Erster. Habe ich dich. Öffnen wir mal die Tür hier. Wow! Es war kein Schleichangriff mehr. Oh. 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 Autschi. Autschi Pumpauchi. Okay. Very good. Very good. We're still alive. Everything's fine. Everything's good. Wenn hier ein Bett irgendwo wäre, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn hier ein Bett wäre. Bitte, 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 gib mir doch ein Bett. Das wäre echt adrett und nett und voll fett. Aber ich glaube, die geben mir kein Bett, weil ich glaube, die sind einfach gemein. Aus purer Bosheit geben die mir kein Bett. Die sagen, was, du willst ein Bett? Nein. Dann sage ich so, oh Mann, ihr seid so gemein. Und dann sagen die, ja, das ist unser Berufsziel, gemein zu sein. Gemein zu sein bedarf es wenig, aber wer gemein ist, ist ein König. Stealth Boy und Rakete. Wenn ich nicht so überladen wäre, würde ich das sowas von in meine Hosentasche packen. Aber da ich so überladen bin, packe ich im Grunde fast überhaupt nichts mehr in meine Hosentaschen. Ich bin zu gewohnt vom Nicht-Survival-Modus, dass ich Munition einfach einstecke, ohne drüber nachzudenken. Auch da sollte ich drüber nachdenken, ob ich das wirklich machen will. Auch Plasmakartuschen sind Munition. Nein, jetzt habe ich Jingles the Moon Monkey mitgenommen. Naja, der ist der Erste, der wieder rausfliegt, wenn wir Weltherrscher sind. Ich schau mal da rein, in diese unauffällige, komische, dunkle Tür. Warum ist die so dunkel, so komisch und so unauffällig? Warum war ich hier schon? Warum, warum, warum? Ich glaube, ich gehe mal an den Terminal hier. Einsteiger, Hacken, Wind, Eintreffer, Windes. Ja, könnte sein. Nein. Wisst ihr was? Ich mach's so. Was ist denn... Was war denn das jetzt? Ich habe auf X... Ich wollte wieder an den Terminal. Und auf einmal... Benutzt dann Stimpak. Clues. Null. Clues. Könnte sein. Nee, könnte nicht sein. Cool. Clues. Nein. Clues. Ja, das könnte sein. Mist. Clues, würde gehen. Gues geht nicht. S am Schluss kann ich gleich weglassen. Clues. Das könnte sein. Gues könnte sein. Nein, verdammt. Flair hat aber zwei Treffer. Also Flare. Schauen wir mal Flare. Hier ist nichts mit Flare. 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 Flare, nein. Flare, nein. Flare, nein. Flare, nein. Flare, nein. Flare. Ah, das könnte sein. Bin drin. Na also, Turmsteuerung. Deaktivieren bitte. Abschalten. Die Systemdiagnose. Verbundene Geschütze mit 2. Offline. Gut. So wollen wir das. Ah, da oben wird gekämpft, aber zum Glück nicht gegen mich. Bottle Caps. Ja, die Raketen und den Raketenwerfer hätte ich ja echt gerne, aber...
Der Runner nähert sich dem Aufzug, aber immer nur dann, wenn ich zufällig gerade in der Position bin, damit ich das sehen kann und hören kann. Oh, hallo. Bitte machen Sie sich keine Umstände, meinetwegen. Genau, Dogmeat. Bell. Bell, wie du noch nie zuvor gebellt hast. Ja, hol ihn dir. Guter Junge. Hat er gut gemacht. Hat er fein gemacht. Feiner, feiner Killerhund. Hey, Mülleimer. Ich wollte doch nur hier die Fusionszellen nehmen. Lass mir doch die Fusionszellen. Ich habe sonst nichts im Leben, außer ein paar Fusionszellen. Und die willst du mir auch noch verwehren. Warum kann ich eigentlich nicht hier auf der Couch ein kleines Schlummerfest veranstalten und schlafen? Warum eigentlich nicht? Können wir das mal einer erklären, bitte? Nein, kann mir keiner erklären. Unverschämtheit. Naja. Hier sind alle kaputt. Aber ich war es nicht. Ich war es diesmal wirklich nicht. Na gut, die Schleimhaufen, die sehen nach mir aus. Das war vielleicht ich. Gut, okay, dann war das mein Hund. Okay, ich war's. Tut mir leid. Aber das war ich nicht. Oh Gott, wenn ich Raketen fliegen höre, wenn ich das Geräusch höre von zündenden Raketen, meine ich immer gleich, so, ich bin tot. Alle sofort nach ganz oben. Na gut, wenn das ein Befehl ist, dann gehen wir da mal hin. Ich gehe jetzt nochmal in die Richtung vorher. Um zu sehen, dass hier alles verschüttet und langweilig ist. Aha, ausgezeichnet. Hier ist ein Tripwire. Entschärft. Keine Granatenbomben fallen für uns. Ich frage mich, ob ich das Tripwire ausgelöst hätte, solange ich schleiche. Ich habe diesen Perk, dass ich so Fallen, Minen zumindest, nicht auslöse. Ich weiß aber nicht, ob das auch für andere Sachen gilt. Komm du mal ein bisschen vor aus deiner Deckung da. Vielleicht, das wäre nett. So noch einen Meter in meiner Richtung. So hier ein bisschen. Von mir ist auch rechts raus. Ja, so machen wir es. Schön. Sehr schön. Na, wer ist denn da unten mit seiner Waffenkiste beim Kuscheln? Sprengstoffkiste! Die wird geknackt. Jetzt wird nicht lang geschnackt, sondern Kiste geknackt. Geschafft. Nö, wollen wir nicht, aber das Knacken war es wert. Hey, ich habe echt Angst. So lange kein Bett. Wahrscheinlich gehe ich jetzt dann zum Runner rein und der sagt so, hier komme ich, treff dich mal kritisch und dann bist du auf einen Schuss tot. Und ich denke mir so, ach, come on. Und dann müssen wir alles nochmal machen. Alles ever. Everything ever. Machen wir dann nochmal. Hurra. So. Ja. Das wär's. Das wär's. Es ist wunderschön. Chat und Buff-Out können wir jetzt vielleicht gleich brauchen, deswegen nehme ich's mit. Und schon wieder ein neuer Hit, neuer Super-Hit geschrieben. Abgeschlossen, aber vielleicht können wir es über den Terminal öffnen, den Tresor. Gibt's hier öfter. Wie wär's mit Power? Null Treffer. Kann nicht sein. Power könnte sein. Nein, Itali hat 2 Treffer. Okay. Itali. Nö. Itali. Nö. Itali. Warte mal, nochmal. Itali. Nee. Itali. Nö. Itali. Nö. Itali. Nö. Itali. Nö. Itali. Itali. Ah. Und Power. Das sieht gut aus. Cool. Cool. Ich bin so ein cooler Dude. Türsteuerung. Eine Einheit verbunden.
Tür deaktivieren. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich finde es gut. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Optische Stolperdrahtsteuerung. Ach, die habe ich schon gehackt. Scheinwerfersteuerung. Licht einschalten. Fehler. Scheinwerfer zerstört. Okay, cool. Dann machen wir mal, schauen wir mal in den Safe. Raketen, Kartuschen. Da wäre gutes Zeug drin. Gutes Zeug, das wir nicht mehr tragen können. Und deswegen nehme ich es leider nicht mit. Aber deine Bottle Caps nehme ich. Oh, Buffer Out wirkt nicht mehr. Müssen wir nachlegen. So. Was haben wir hier noch für einen Computer? Mit was bist du verbunden? Man weiß es nicht. Müssen wir mal hacken, befürchte ich. Halls. Halls. Moment, wir haben 0 Treffer. Okay, dann könnte es sein. Truth. Da haben wir 1 Treffer. T-R-U-T-H. T-R-U-T-H. Und Hals. Ja. Ja. Türsteuerung. Turmsteuerung meine ich. Ach so. Ist es mit dem gleichen verbunden? Wahrscheinlich. Also, lassen wir es. Ist ja egal. Machen wir hier mal die Tür auf vorsichtig. Haha! Oh Mann, Granaten, mein schlimmster Feind. Ich würde mir den Kritischen eigentlich gern für den Runner aufhalten, aber der ist echt ein bisschen krass, der Kerl da. Ich weiß nicht, warum der so viel aushält. Wahrscheinlich, weil er eine volle Kampfrüstung anhat, einfach. Jawohl, Dogmeat, hol ihn dir. Guter Hund. Wow. Ach so, der ist, glaube ich, ausgeschaltet, oder? Ich bin mir nicht sicher. Geben wir lieber kein Risiko ein. Damn you. Autsch. Ich hoffe, auf dein Geld ist ein Kopftuch ausgerollt. So. Ich bin versteckt. Keine Gegner weit und breit. Sehr gut. Dogmeat, du kriegst natürlich ein köstliches Stimpack. Deine Lieblings-Stimpacks. Hier. Nom, 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 nom. Lecker. Und schon ist er wieder satt und pummelrund, der kleine Hund. Der pummelrunde kleine Hund. Bist du der Scheinwerfer? Ja, du bist ein Scheinwerfer. Geh weg. Habt ihr hier irgendwo Betten? Habt ihr nicht irgendwo Feldbetten oder sowas vielleicht aufgestellt? Das wäre nämlich echt gut, wenn ihr das gemacht hättet. Ich fände es echt korrekt von euch. Aber scheinbar seid ihr leider doof und nicht hilfreich und gemein. Gemeine Hunde seid ihr. Ich esse jetzt hier dieses geröstete Meyerlurk-Fleisch und dann sind wir nicht mehr überladen. Ich darf aber jetzt wirklich nichts mehr mitnehmen. Nichts mehr. Nichts mehr. Wir fahren jetzt mit dem Zug, mit dem Vertikalzug. Jetzt fahren wir mit dem Vertikalzug. Und Dogmeat guckt mich an wie ein Hund, wenn's blitzt. Ich hab Angst vor diesem Runner. Ich hab Angst vor diesem Runner. Ich hab Angst vor diesem Runner. Ich dachte, hier ist er schon irgendwo. Zu gut geschützt. Verdammt, wir sind leider nicht meisterlich genug. Meisterlicht? Du bist weg, Meisterlicht. Ah, da ist noch ein Meisterlicht. So, auch das Meisterlicht wurde Meisterlicht entmeistert.
Auch hier kein Bett. Finde ich alles nicht sehr nett. Nein, es gibt hier keine Betten. Es gibt keine Betten. Dabei bin ich doch Batman. Ist zu gut geschützt. Verdammt. Ohne Bett kann ich meine Superkräfte nicht entfalten. Bettenlosigkeit ist meine einzige Schwachstelle. Ich kenne das Passwort nicht. Ich auch nicht. Die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte nein. Bitte, das musst du nicht tun. Bitte. Okay, willkommen. Protz. Pro DS. Pro DS. Pro DS. Achso, warte mal, wir haben 0 Treffer bei Pro DS. Dann könnte das hier sein. Party! Partiert ein Treffer. Das könnte sein. Das könnte sein. Ach, komm schon. Crazy hat 0 Treffer. Das heißt, alles mit Y am Schluss können wir schon mal ausgrenzen. Party. 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 Party ist immer super, oder? Dieses Schlossknacken. Party. 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 Ah, 2 Übereinstimmungen gleich. Nein, wir brauchen... Warte mal, ich sag die ganze Zeit... Achso, nee, stimmt schon. Eine Übereinstimmung mit Party brauchen wir. Ist gut. Party. Oh, das könnte sein. Nein. Ja, ja, jetzt entsperre ich mal Terminal. Komm schon. Versuchen wir es nochmal. Plant. Verdammt, 0 Treffer. Plant. 3 Treffer, okay. Winds. Winds. Windes. 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 Des. Nee, DS. Ich muss aufpassen. WinDS. Das hat nur 2 Übereinstimmungen. WinDS. 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 Man müsste mal alle Schlossknacksequenzen, die ich mache in dem Spiel, zusammenschneiden, wo ich einfach immer wieder 2 Minuten immer nur das gleiche Wort sage. Ah! Was? Ich war mir so sicher, dass es das ist und dabei... kann es überhaupt nicht sein. Weil es 4 Übereinstimmungen hat. Jetzt bin ich verwirrt. WinDS. Das hat auch 4 Übereinstimmungen. Nee, hat's nicht. Das hat 3. Und hat es auch zu Feind 2? Findest. Nee. Nee, zu Finn. Finds, doch. W-I-N-D-S. Das muss es sein. Bin durch. Na also. Tür öffnen. Danke. Tür öffnen. Und was kriegen wir dafür als Belohnung, dass wir die Tür geöffnet haben? Einen Stuhl. Kaffee. Eine Einsteiger-Werkzeugkastenbox. Und ich habe irgendeine Grafikkarte oder sowas genommen. Das wollte ich gar nicht. Ja. Ja, Medex Superkleber und noch irgend so ein Scheiß. Perfekt, genau was wir gesucht haben, Doc Meat. Yay, noch ein Terminal zu knacken. Hurra! Versuchen wir es mal so. Manchmal hat man Glück. Schade. Hätte ja sein können. Dann warten wir halt schnell 10 Sekunden. 10 Sekunden warten. Warum eigentlich? Was ist da drin? Was ist da drin, was mich interessieren sollte? Eine Munitionskiste. Ich bin eh überladen. Wisst ihr was? Terminal. Screw you.
Happy Birthday, screw you. Oh nein, Buff Out wirkt nicht mehr. Mehr Buff Out. Bier. Viele Biere. Viele gute alte Biere. Aber wenig gute alte Betten. Ach, irgendwo so ein Schlafsack hinten in der Ecke wäre schon echt nett. Wäre nett. Rattengift. Kronkorkenvorrat. Kronkorkenvorrat. Ach man, ich höre hier irgendwie das Geräusch von Gas oder so. Du bist mir gefolgt. Nee, ich kann dir überhaupt nicht folgen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ich folge nie irgendjemanden. Komm her. Warte mal, das wird Folgen für dich haben. Okay, wir haben uns jetzt mit Medikamente voll und dann kriegt er die volle Ladung aus nächster Nähe ab, würde ich sagen. Ist jetzt, glaube ich, gut, oder? Ist das Beste, was wir machen können. Buff Jet! Yeah! Medax! Mysteriöses Serum! Psycho Buff! Nachladen, schnell. Komm schon. Nix da. Nix da, Stealth Boy. Ich sehe dich ganz genau. Verdammt, ich sehe ihn nicht mehr. Schon gleich gar nicht genau. Also nochmal. Psycho Buff. Medax. Mysteriöses Serum wirkt bestimmt noch. Das wirkt bestimmt alles noch. Ich hätte eigentlich nur Chat gebraucht, glaube ich. Ja. Benötigte Munition fehlt. Nein, nicht gut. Wir brauchen eine andere Waffe. Ja, das war leicht. Gut, den hätten wir. Ja, das könnten wir alle gebrauchen. Runner Chip. So. Na ihr. Er hat den Tod verdient. Okay. Was? Kann. Das erknack ich sicher nicht. Kann ich leider nichts machen, sorry. Na und ihr? Ruhe, nicht schießen. Hi. Ich will nicht sterben. Okay, können wir machen. Machen wir so. Dann stirb du nicht, ich stirb nicht, keiner stirbt. Alle haben wir uns ganz schrecklich lieb. Ich kann leider den Fatman nicht mitnehmen. Und auch das ganze köstliche Zeug da drin nicht. Aber whatever. Nix wie raus hier. Türsteuerung. Warum habe ich jetzt eigentlich gerade Schaden bekommen? Raus hier. So. Na gut. Meine sehr verehrten Zwetschgenknödel und Gurkensalatinnen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr, vergesst nicht, das Video zu liken. Schaut bei den sozialen Netzwerken oder auf Patreon mal vorbei. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr wart glücklich die ganze Zeit über und seid auch in der nächsten Folge wieder glücklich. Macht's gut, bleibt glitschig, haltet das Gefieder schön glänzend. Ciao.